Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin wie immer im Wohnwagen und heute gibt es etwas Süßes und zwar einen Käsekuchen. Da zeige ich euch erstmal, was wir alles brauchen. Wir brauchen einmal Quark, Frischkäse, dann brauchen wir ein Tütchen Vanillezucker, eine Tüte vom Vanillepudding. Wir brauchen ca. 75 Gramm Zucker. Ich habe hier in dem Fall Kokosblütenzucker, das werde ich nehmen. Dann brauchen wir 4 Eier. Ich habe auch Mandarinen. Da wird so ein bisschen Obst noch mit oben drauf gepackt. Ein bisschen Pflanzenmargarine. Und hier habe ich noch Mandelstifte. Die kommen dann auch noch oben drauf zur Deko. Dann werde ich das alles mal abwiegen und ein bisschen vorbereiten. Und aufräumen. Sieht hier alles etwas voll aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Da sind wir wieder. Jetzt habe ich das hier ein bisschen übersichtlicher gemacht. Da sind die 4 Eier. Hier sind 80 Gramm Margarine, 75 Gramm von dem Zucker. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir erstmal mit diesen, wie sagt man dazu? Ist ja nicht flüssig, aber halt auch, na, die festen Massen. Ich habe jetzt kein Wort dafür. Fangen wir erstmal damit an. Das stört hier. So, da haben wir erstmal den Quark. Als nächstes nehmen wir hier den Frischkäse. Das sind übrigens 300 Gramm und hier waren drin 500, ist ja so Standard. Ja, 500 Gramm. Ach, was ich vergessen habe, hier kommen noch 100 ml Eierlikör. Das wird nämlich auch ein Käsekuchen mit Eierlikör. Die muss ich auch noch abwiegen. Ach, der ging ja schneller raus, der Käse. Jetzt kommt als nächstes die Margarine rein. Hier habe ich mir jetzt schon so einen Rührbesen. Jetzt werde ich die Eier reinschlagen. Ups. Na super. Egal. Natürlich in eine Schale reingefallen. Hier war. So, vielleicht geht es da besser. Ja, ist besser hier mit dem Glas. Ups. So, jetzt werde ich das hier erstmal glatt rühren. Und hier habe ich übrigens noch den Eierlikör nachgemessen. Circa 100 Milliliter. Da ist es leider nicht genau die 100 Marke. Jetzt werde ich alles glatt rühren und dann nehme ich euch wieder ran. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt kommt noch der Rest. Das ist einmal der Eierlikör. So. Dann der Vanillezucker. Und das Puddingpulver werde ich mal versuchen, so nach und nach reinzurühren. Der Zucker muss natürlich auch noch rein, der ist noch hier oben. Der kommt dann auch noch dazu. Dann werde ich das jetzt alles vorsichtig mit einrühren, nach und nach. Und dann kommt es erstmal in die Form. Und dann sehen wir uns wieder. Oh, also besser konnte ich es jetzt hier nicht verrühren, ohne Küchengerät. Jetzt werde ich das hier vorsichtig in die Form eingießen.
aufpassen. Das ist nämlich ziemlich voll, die Schüssel. So. Oh, ich habe gekleckert. So, geschafft. Der Teig ist jetzt in der Form. Jetzt werde ich hier noch ein paar Mandarinen drauf tun. Und die Mandelstifte. So. So, jetzt kommen noch ein bisschen die Stifte dazu. Also sind ja keine Stifte, das sind hier so eine gehackten Mandeln eher. So, jetzt kommt der Deckel drauf und dann wird das erstmal 5 Minuten wieder auf volle Flamme. Und dann muss der Kuchen so zwischen 45 und 55 Minuten backen, auf halber Flamme denn weiter. Und da werde ich das erste Mal nach 45 Minuten reinschauen und nehme euch dabei mit. So, jetzt ist genau eine Stunde vergangen. Und jetzt schauen wir mal da zusammen rein. So sieht er jetzt aus. Duftet richtig lecker. Lasse ich den erstmal abkühlen und dann werden wir den mal vorsichtig rausnehmen und auf den Teller anrichten. Dann sehen wir uns später wieder. So, jetzt habe ich hier den Kuchen auf dem Teller. Ein paar Stücke davon. So sieht der aus. Ist richtig lecker geworden. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Video.